Gut, da wir den Rätselmeister jetzt hätten, was steht noch auf meiner Liste? Fünftes Special Vulkanarche. Okay, dann machen wir das mal. Dann machen wir die Vulkanarche. Butalanda fliegt nach Laubwechselfeld, oh ja. Okay. Speichern erst einmal. Hätte ich eigentlich vor dem Beginn dieses Let's Play machen sollen, ich weiß. Aber ich hab nicht dran gedacht. Sorry, Leute. Das Schild sieht aus wie ein Smiley. Das Strich da unten, das ist der Mund. Die oberen zwei sind die Augenwimpern. Und die in der Mitte sind die Augen. Ja, ich hab Fantasie. Katze, verpiss dich! Ah! Pandir, verpiss dich! Ah! Also gut, dann gehen wir mal rein. Ich spule die Kämpfe vor. Ich wusste gar nicht, dass da Sandans auftauchen. Ey, da vorne waren Sandan. Ich dachte, da gibt's noch Pandirs und Stoll. Ey, Quatsch, wie heißen die? Panzer Eron. Hast du Asche gesammelt? Zeig mal her! Das reicht aber gar nicht! Damit kann ich kein Glas machen! Mal sehen, du musst noch 214 Schritte gehen, damit ich dir eine blaue Flöte erstellen kann. Okay, dann machen wir das mal. Also man muss hier durch die Vulkanasche gehen, der kriegt das zählt dann immer erst einen Schritt. Das Blöde an der Vulkanasche ist, da tauchen immer wieder Pokémon auf. Ja. Ich mach's jetzt so. Ich glaube, so ist es besser. Ich glaube, dieser Part wird ein bisschen abgespaced. Aber das ist ein Special, da wird halt sowas gemacht. Erinnere mich an meinen Speed Let's Play in der roten Edition. Man kann sich ja auch Schutz kaufen, aber das mag ich hier nicht. Weil ich brauche noch Geld. Obwohl ich in der Top 4 gesagt habe, dass wir das Geld nicht mehr brauchen und jetzt brauchen wir es doch. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ah, fast 100.000, okay. Rennen wir mal! Rennen! Achso, ich habe ein Fahrrad. Ah, okay. Ja, stimmt ja. Witzig, witzig. Ihr könnt ja dabei auch ziemlich viel Pokémon auftauchen. Just for fun, falls es euch langweilig ist, meine ich. Ich glaube, die müsst reichen, die Asche. Hast du Asche gesammelt? Das reicht aber nicht. Was? Alter, willst du mich verarschen? Es waren noch genug Schritte. Das waren doch genug Schritte, ey, der will mich verarschen. Ach, ich habe vergessen, was wir noch hinschreiben müssen. Steht da, wir müssen, glaube ich, noch ein Special über die Ding machen, die Spielhalle, die habe ich auch vergessen. Die Spielhalle müssen wir noch machen. Ich glaube, das mache ich sofort danach. Je mehr da rumläufst, desto bessere Flöten kriegt ihr. Da gibt's rote Flöte, das heißt die für Nahrung, also für Liebe heißt, wenn sich welche verlieben. Dann gibt's noch die blaue Flöte, die halt in dem Fall Schlaf. Gelbe Flöte halt Verwirrung. Und was gibt's noch? Ich glaube, das waren alle. Nee, es gibt noch mehr. Weiße Flöte, genau.
Weiße Flöte lässt mir Pokémon auftauchen und die schwarze vermeidet die Pokémon-Begegnungen. Ja, das waren alle. Flucht. Ah, ich liebe die Speed-Taste. Warum gibt's die nicht im normalen Pokémon-Spiel? Oh, die Panzer-Ehren. Meistens tauchen hier Pandir auf. So, jetzt holen wir unsere Flöte. Okay, diese Items kann man daraus kaufen, also mit diesem Ding. Edler Stuhl, dafür muss man so viele Schritte 7000 laufen. Ja, sag ich ja, das sind alle Flöten hier. Und noch ein zwei Gegenstände halt. Ja. Kaufen wir mal die blaue. Wird erledigt. Einen Moment Geduld, bitte. Ding, ding. So, eine blaue Flöte für dich. Hier, für dich. Achso, hier ist sie, eine blaue Flöte für dich. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es und werde verrückt. Oh yeah. Diese Briefe, die sind nutzlos. Nutzlos sind die Briefe. Briefe. Die sind nutzlos, die braucht keiner, die blaue Flöte brauche ich aber. Okay. Oder steht da Spielhalle? Nee, da steht nicht Spielhalle. Okay, im nächsten Part machen wir die Spielhalle. Servus, Leute.